Showgeschäft bekommen hat, nämlich die goldene Stimmgabel. Hier ist Gigi Anderson. Ah. Bist du kurz gestolpert? Ja. Bist du abergläubisch? Ja, logisch, klar. Ja? Also, ja. Aber du bist eben links gestolpert. Ja, ja, eigentlich. Ist ja was Gutes. Ich wollte eigentlich mit dem rechten Fuß gehen, aber. Funktioniert ja nicht. Funktioniert ja nicht. Du hast gerade all deine Hits, denn du hast Jubiläum. 15 Jahre Gigi Anderson, da gibt es eine CD. 15 Jahre ist er schon dabei. Und hat Ihnen allen viele Melodien geschenkt. Denn er ist ja nicht nur Sänger, sondern er ist auch Produzent und er ist Autor. Steht sich manchmal der Autor und der Sänger so ein bisschen im Wege? Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich so einen Titel, Roland Kaiser hat einen Titel gesungen, Lieb mich ein letztes Mal, das war ein Riesenhit, der war von dir. Mhm. Hättest du dir nicht vorstellen können, dass du den auch selber gesungen hättest? Also da muss ich sagen, Roland ist ein exzellenter Sänger und das ist richtig. Punktgenau für ihn geschrieben und das hätte Gigi Anderson nicht so gut machen können wie Roland, weil die Titel sind alles zwar Babys von mir, aber für Roland war das optimal oder für Audrey Linders oder für Andrea Jürgens eben zweimal oder Williger Herzbuben, aber Engelbert. The Spanish Night is over. Hätte eigentlich Dieter machen können, oder? Da werde ich nie vergessen bei deiner Hochzeit. Habe ich auf der Bühne mit vielen Freunden gestanden bei dir und dann hatten wir daraus gemacht. Der Gigi und die Moni, genau. Die werden heute ein Paar. Liegt auch schon einige Zeit zurück. So, jetzt gucken wir uns einmal an. Fünfmal der Gigi. Am weißen Strand von Sarangelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Santa Lucia versunken im Meer. Sommernacht in Rom und wir beide träumen. Am Strand zu liegen. Mädchen, Mädchen haben Träume. Ich glaube an die Zärtlichkeit, weil sie wie eine Insel ist. Ich glaube an die Zärtlichkeit und ich glaube, Sie werden nachher es nutzen, mit ihm zu telefonieren. Natürlich erst dann, wenn ich alle Titel noch einmal genannt habe und zum Schluss seine Telefonnummer ist, dann öffnet Telekom die Leitung. Monika bringt dich in die Kabine. Darf ich Sie haben?